wollte gerade klar wie Kloßbrühe schreiben, aber du bist ja vegetarisch. die ist nicht vegetarisch. Kloßbrühe ist nicht vegetarisch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Kloßbrühe eigentlich sein soll. Gemüsebrühe, Rinderbrühe, aber Kloßbrühe? Was ist das? Jedes Mal wieder bin ich mir nicht sicher, wie wir auf die Achterbahn eigentlich kommen. Lieber, ach so. Lieber Knödel, Klöße, Soße, Brühe oder wie. Ich habe jetzt nämlich witzige... Deswegen war ich auch so still. Ich hatte in meinem Kopf gerade irgendwie Bilder, wie man so Semmelknödel oder sowas im Wasser auflöst. Und dann ist das eine Kloßbrühe. Und ich habe mir gedacht... Aber ja, nee. Gut. Hätten wir das geklärt. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Ich muss da drüben hin. Über die Brücke. Und hier wahrscheinlich mit jemandem reden. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie ich das erste Mal auf die Achterbahn gekommen bin. Ah doch, Wiedereröffnung der Achterbahn. Wasserballon-Abschusswettbewerb findet gerade statt. Ja, machen wir. Sehr gut. Echte Semmelknödel sind ja auch mit Speck. Nein. Nein, echte Semmelknödel sind mit Semmelbrösel. Und Ei, glaube ich. Ich glaube, das mit dem Speck ist eine moderne Erfindung, die man dazu erfunden hat. Aber andererseits habe ich keine Ahnung. Kann ich die auch bewässern? Nee, das kann ich schon, bringt aber nichts. Aber ich glaube, ich muss hier nur im richtigen Moment, im richtigen Winkel auf die Ballone schießen. Dann kann man wahrscheinlich mit ganz wenig Raketen alle treffen, oder? Ich schaff's nicht mal, einzelne zu treffen. Ja, das war ein Doppeltreffer. Sehr gut. Muss ich alle treffen? Wirklich? Gut. Nope. Naja, doch, hat noch einen erwischt anscheinend. Im VR? Oh, das wäre nichts für mich, nee. So cool ich VR finde, aber das, da würde ich... Nee. Keine 5 Minuten durchhalten. Es gibt zumindest in Bayern Specknödel als was Eigenes. Das sind aber dann keine Semmelknödel. Specknödel sind Specknödel und Semmelknödel sind Semmelknödel. Also Specknödel und Semmelknödel heißen die natürlich dann. Ach, komm schon, Rakete. Warum kann ich denn nicht höher zielen? Achso, das geht auch. Okay, komm, die drei holen wir uns. Ja! Nein, das war voll daneben. Aber jetzt. Nee, es geht nicht mehr. Yeah! Nice, wir haben es geschafft. Fantastisch. Ich bin stolz auf uns. Moment, was? Nochmal, oder? Habe ich es nicht geschafft? War das nur der Probelauf? Jetzt wird's ernst, oder wie? Du hast es geschafft. Wie du siehst, sind die Ballons wieder da. Komm wieder, wann immer du willst. Ah, gut, ich krieg meinen. Hauptsache, ich krieg meinen Sterni. Shiny. Die können hier wieder aufpumpen, was die wollen. Ich dachte schon, ich muss das jetzt nochmal machen. Das hätte ich jetzt nicht so cool gefunden. Aber, mein Gott. Ich gucke jetzt mal kurz, was wir jetzt noch machen müssen, wo wir die 8. Mission noch nicht gemacht haben. Ich dachte nämlich, im Vergnügungspark hätten wir die noch nicht, aber stimmt scheinbar gar nicht. In
Port de Oro, das Tintenfischland. Da müssen wir nochmal hin, auf jeden Fall. Was ist denn Plaza de la Palma gleich nochmal? Ich glaube, da habe ich vorher schon geguckt, ne? Und das Problem ist, dass ich nicht mehr weiß, wie man da hinkommt. Wo ist der Eingang in dieses Level? Verdammt. Ich weiß wirklich nicht mehr. Aber es gibt dieses Level. Ich bin mir fast sicher. Ist es beim Leuchtturm das? Nee, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das ist es nicht. Gut. Aber ich weiß, wo Port de Oro ist. Dann gehen wir halt dahin. Das ist auch okay, würde ich sagen. Na gut, vielleicht gibt es einfach unterschiedliche Rezepte. Und keines ist älter oder originaler als das andere. Ich hätte gern die Turbodüse, bitte. Auch wenn der Weg gar nicht mehr so weit ist, aber... Yippie! So viel Zeit muss immer sein. Oder wie auch immer. Ja, ja, genau. Das weiß ich, dass das brennende Kettenhund-Level ist. Aber ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Das ist die Frage. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo noch ein Eingang überhaupt in das Level wäre. Weil der Leuchtturm, die Hütte, die Statue am Anfang, der Kamin auf dem Dach, die Sonne. Und wo noch? Keine Ahnung. Was ist unsere Mission? Ich habe nicht aufgepasst. Am Anfang die Kamera wäre manchmal hilfreich. Das Geheimnis von Tore de Oro. Ich habe keine Ahnung. Was hat denn, habt ihr geguckt? Hat irgendwer aufgepasst, was die Kamera gezeigt hat, als das Level losging? Ich habe leider keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Mario, was war denn das bitte? Was war denn das jetzt bitte? Manchmal bist du echt furchtbar, Mario. Oh Gott, Hilfe, wir kriegen Besuch. Von einem Land Squid. Okay, von mir aus. Dann springen wir halt ins Wasser. Die Kamera bleibt im Boot, ist okay. Neun. So. Hä? Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Ich bin plötzlich runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe nichts gedrückt oder so. Ich habe nur nach oben gelenkt. Weirde Sachen passieren. So wie das hier auch schon wieder. Hey, was ist denn? Ich glaube, irgendwie ist meine Spielversion kaputt, oder? Ist das normal, dass da so viel rumglitscht? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube fast, ich steige nochmal neu in das Level ein, weil ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich tun müssen. Okay, und diesmal passe ich auf, diesmal konzentriere ich mich. Achtung, Achtung, nicht in den Chat gucken. Nur aufs Spiel. Konzentration. Aha.
Na guck. Danke. Das wollte ich wissen. Dann war ich total falsch gewickelt. Halt dich fest. Nein, warum hält das sich denn wirklich nicht fest? Das Spiel ist so gemein. Manchmal verstehe ich es wirklich nicht. Manchmal bin ich traurig über das Spiel. Halt, was ist denn das für eine Düse? Ich kann mir die Farbkombination nicht merken. Aber das ist, ich wollte gerade sagen, aber das ist nicht die Sprungdüse. Also können wir sie eigentlich gar nicht brauchen, leider. Ah. Wall-Jumps sind schon echt irgendwie ein bisschen... Ne, wenn man da ein bisschen schief kommt, dann ist alles vorbei. Okay, aber das war sehr gut. So, der schwierige Teil kommt nämlich jetzt erst. Hurra! Man erreicht ihn über die Röhre, die an der Spitze der Portasole liegt. Also oben auf der Säule in der Hubworld. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber das finden wir dann schon, hoffentlich. Okay, los geht's. Was ist denn? Oh Gott. Ich muss echt sagen, die Passagen, so frustrierend die teilweise sein können, sind meine Lieblingspassagen aus Mario Sunshine. Ich glaube, das Jetpack ist schon mein Hauptproblem. Anscheinend. Ich hätte das gar nicht so klar sagen können. Aber jetzt, wo ich so spiele und wo ich so merke, dass mir eigentlich nur die Passagen hier einigermaßen oder wirklich Spaß machen, mir macht alles einigermaßen Spaß. Ja, genau. Ist, glaube ich, das Jetpack das Problem für mich. Das passt nicht. Das nimmt den Flow aus dem Spiel. Und jetzt sind wir tot. Nein, oh Gott, warum? Ich weiß nicht, das war super. Ich weiß nicht, warum das gerade passiert ist, aber passt. Wunderbar. Über die Kante geglitscht. Was will man mehr? Oh Gott, ich dachte für einen kurzen Moment, ist es alles aus. Hallo zu alt für. Hallo. Das mit dem Schein, der voller Tinte ist. Hä? Aber da war ich doch noch nie oben, aber ich war schon in dem Kettenhundfeuer-Level. Ich kenne mich nicht mehr aus. Nein! Oi. Damn it. Schade. Okay, jetzt mit ein bisschen mehr Tempo. Das ist immer eine gute Idee in diesen Leveln. Ganz genau. Das passiert dann nämlich. Abraxe, danke schön für die doppelte Bitbombe. Doppelter Bitburger. Guck mal, wie die links und rechts überall fliegen sie hin, nur nicht ins Glas. Das Glas wäre eh voll, aber... Damn. Cool, danke schön. Voll nett von dir. Doch im ersten Stream gegen Ende warst du da drin. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das finden wir schon. Das ist auch schon wieder lange her, oder? Wirklich, ich glaube, das ist wirklich jetzt schon ein paar Wochen wieder her. Mindestens 2, wenn nicht sogar 3. Oh. Die Zahnradkonstellation ist gerade gut. Ich glaube, das Schlumpfdorf ist sichtbar. Sehr gut. Wenn die Zahnräder so stehen. Ah, sind magische Kräfte am Werk. Das... Oh, nein, das war so knapp. Am Release-Tag war das. Nein, am Release-Tag war das, glaube ich, nicht. Weil am Release-Tag habe ich noch Mario 64 gespielt. Das muss wahrscheinlich eine Woche... Oder sogar 2 nach Release gewesen sein.
Bin mir nicht sicher, wie lange wir Mario 64 gespielt haben. Nicht lange genug. Auf jeden Fall. Ich hol mir mal das Extra-Leben, ne? Weil das ist sonst nur nervig, wenn wir aus dem Level fliegen, weil ich zu oft sterbe. Leider kriegen wir diesmal keine so schöne Zahnradkonstellation wie beim letzten Mal. Das war wild. Zwei extra Leben brauchen wir nicht. Übertreiben müssen wir auch nicht. Nein, Mario, nicht hängen bleiben. Ah, oh, das war jetzt doof. Ich hätte nicht die Taste, die verbotene Taste, die Hecht-Taste nicht drücken dürfen. Das ist aber weder Secret Files noch Genshin Impact oder Fallout 4. Warum, wer sagt denn das, dass das das sein soll? Wenn die Zahnräder günstig stehen und der Mond im 7. Hause des Wassermanns steht etc. Genau. Graf Dacula. Über Landsquid Birdrider, Landsquid Birdrider streamt Geheimakte 2, Genshin Impact und Fallout 4. Ha, das finde ich interessant, weil Geheimakte 2 und Genshin Impact waren tatsächlich die letzten beiden Spiele, die ich hier gestreamt habe. Aber Fallout 4 habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gestreamt. Ich weiß nicht, aus welchen archaischen Datenarchiven Twitch dieses Spiel zieht. Diese Information zieht. Aber gut, ich meine, es ist nicht gelogen. Ich hab schon mal Fallout 4 gespielt. In meinem Leben. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Was da steht. Das macht Twitch selber. Also vielleicht könnte ich es sogar beeinflussen, ich weiß es nicht. Aber ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Nein, doch nein. Du kennst Fallout? Ich habe mal davon gehört. Das ist doch irgend so ein Retro-Spiel. Da spielt man doch so einen blauen, blonden Mario-Klon. Ne? Der Pit-Boy, der ist doch der Held in diesem Fallout. Doch. Habe ich mal irgendwo mitbekommen. Der Pit-Boy und der Zelda sind meine Lieblingsprotagonisten. Manchmal ist das schon hier. Huiuiui. Ich habe keine Ahnung. Okay, passt. Ich wusste gerade überhaupt nicht, in welchem Winkel wir auch nur ansatzweise gleich landen werden auf diesem Holzklotz. Yes. Das wäre schön. Das wäre schön, Katka. Ich habe wirklich... der Aldus hilft mir ja und auch bei Dark Souls habe ich ja fleißige Unterstützung für die Videos. Beim Datensammeln und Skripte schreiben. Wenn ich einfach nur, das wäre mein Traum. Das wäre der Job. Wenn ich einfach nur noch einlese und jemand anders muss schneiden und jemand anders muss die Videos machen. Ich setze mich nur hin, kriege meine Texte und lese die alle ein und bam. Bada bing, bada bang. Fertig. Das wäre toll. Einlesen ist immer noch der chillige Teil.
Nee, das ist nicht Galaxy, das ist Sunshine. Genau. Sudala, ich glaube, ich hätte gar nicht weglaufen müssen, oder? Wir müssen eh nochmal rein. Zumindest gibt es da noch viel zu holen. Super. Wo können wir denn wieder an Land gehen? Das ist gar nicht so einfach hier. Na komm schon. Ja. Okay. Riesenbloopers Rückkehr. Nein! Dachte, er wäre ein für alle Mal besiegt. Aber so ein Landsquid ist eben nicht so leicht zu besiegen. Ich hätte es wissen müssen. Nunu, was wird? So, und nun stehe ich da und weiß auch nicht weiter. Ich verstehe dieses Level-Design hier nicht. Was wollen mir die Pfeile denn sagen? Die schickt mich ganz klar hierher. Und jetzt stehe ich hier und guck blöd. Ach so, da drüben soll ich hin. Okay, ich dachte, ich muss noch höher. Moment, aber ich muss auch noch höher, oder? Ach so, das ist die Jetpack-Düse. Ich war mir nicht sicher. Also die Raketendüse, meine ich. Puh, das war weird. Hey, was ist los? Warum hat das sein Tentakel gerade nicht zermatscht? Wahrscheinlich, weil er noch das dann machen muss. Nein! Come on! Wirklich, das war nicht mal ein Angriff. Das war nicht mal ein Angriff von dem. Oh oh. Oh oh, jetzt haben wir hier ein Problem. Bombo-Kombo! Oh Gott. Das war knapp. Wir wären beinahe hier zu Tode gebombo-komboed worden. Ach so, ja genau, stimmt. Warte mal, ich muss ihm ja sein Gesicht putzen. Ganz vergessen. Sonst wird das nix. Okay, seine beiden Haupttentakel muss ich anscheinend auszupfen, sonst geht's gar nicht. Also seine vorderen beiden. Anscheinend. Hey, hörst du auf?
Nein, was machen wir denn? Hilfe! Das, oh Gott! Es passieren komische Dinge hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui! Schon sehr brutal, ne? Wie man dem die Tentakel ausreißt. Ich finde auch. Genau, so Nachrichtensprecher mache ich dann einfach. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Nachrichten. Okidoki. Rote Münzen. Mag ich nicht so gerne. Aber auf den Tintenfischen surfen ist eigentlich ganz cool. Los geht's, Surfy. Wow, das war knapp. Cool. Oh, jetzt wird's gemein. Arrivederci, diese Sprungphysik ist halt wieder so bekloppt, weil plötzlich, als würde man sein Jetpack benutzen, plötzlich das ganze Momentum rausgenommen wird und die Tintenfische quasi fast an der Stelle stehen bleiben. Warum? Warum ist das so? Warum können die nicht mit dem gleichen Tempo, mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der man übers Wasser gleitet, springen? Es wird viel mehr Sinn machen. Das ist so unintuitiv. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das weder mit diesen Düsen, warum die einen so ausbremsen, wenn man ein bisschen Momentum hat, noch verstehe ich das hier, wenn die springen. Was ist denn los mit dem Spiel? Warum? Es lief so gut. Ich muss ein bisschen rumspringen, damit ich ein Gefühl dafür kriege. Weil es ist wirklich so komisch. Warum denn? Warum denn? Na ja, super. Na super. Okay, Konzentration. Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen gelaufen, aber Konzentration. Ich kann zumindest da vorne beim U-Boot üben. Oh mein Gott, Hilfe! Ich kann nicht mehr. Es ist ja furchtbar. Ich habe wirklich schon mal überlegt, ob ich so... Aber das gibt's halt wie Sand am Meer, ne? Zu News, Videogame News machen soll. Aber die Zeit, dass ich deinen Themen wirklich tief rein recherchiere, habe ich nicht. Und ansonsten lese ich halt auch nur die News vor, wie es 100 Millionen andere machen. Und ich weiß nicht genau, ob das dann so super interessant ist. Kreiz, Gruzi, Dirken! Ist auch gut. What? Was? Oh Gott. Wollen die mich verarschen eigentlich? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich echt verarschen? Was zur Hölle ist denn das eigentlich gerade gewesen? Was ist da eigentlich passiert?
Warum? Warum ist das Spiel so? Warum nur? Das gibt's doch nicht.